Ein herzliches Willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Szenario hier beim Transsimver 3 mit mir zusammen, der Danny spielt das. Und zwar werden wir heute hier in Würzburg, Hauptbahnhof, mit dem RE54, gehe ich mal über die Gleise unerlaubterweise, nach Frankfurt als Passagierplatz nehmen und werden hier mal direkt einsteigen, weil der um 37 abfährt. Und zwar habe ich vor, mit diesem RE54 so weit zu fahren, wie es möglich ist. Eventuell sogar bis nach Gmünden. Wenn wir sehen, wie weit wir kommen. Schauen wir einfach mal. Ich werde mal versuchen, hier irgendwo die erste Klasse zu finden. Da steht auf jeden Fall die Lok, die uns gleich schieben wird. Eine IC-Lok, eine von 146. 146.2006 wird uns gleich gen Frankfurt schieben. Und ich versuche immer noch einen Platz zu finden. Ich sitze ja gerne oben. Aber irgendwie scheint hier alles belegt zu sein, wie ihr seht. So, hier ist auf jeden Fall mal die erste Klasse. Ja. Gut, setzen wir uns hier hin. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Mal ein kleines Foto. So, wir haben Ausfahrt. Schauen wir mal, ob wir wirklich bis Gmünden kommen. Von Würzburg aus. Oder ob wir vorher rausgeschmissen werden. Und wenn ja, hoffe ich ja, dass wir uns wenigstens noch so weit bewegen können, dass wir eventuell in die Richtung laufen können. Das wäre auf jeden Fall mal mega. Dass wir vielleicht wirklich von Gmünden beziehungsweise von Würzburg Hauptbahnhof nach Gmünden kommen. So, fahren wir jetzt aus dem Würzburger Hauptbahnhof raus. Dort steht noch ein abgestellter RE. Ist da noch? Das ist die Straße, sonst nichts. Aha. So, schauen wir einfach mal. Ich hatte es ja in den Beiträgen in der Community so ein bisschen angedeutet, dass es da ein Experiment geben wird. Und hier ist es. Und hier noch eine abgestellte Doppeltraktion Quietschi steht. Also ich hoffe wirklich, dass wir da jetzt gleich nicht auf den Gleisen festkleben. Das ist ja öfter der Fall, wenn man aus den Zügen geschmissen wird. Dass man dann irgendwie ja, auf den Gleisen hängt. Bin wirklich gespannt, ob wir es bis nach Gmünden schaffen. Wenn nicht mit dem Zug, dann vielleicht wenigstens zu Fuß. So, das ist schon mal der erste Teil des Endes. Aber ihr wisst ja, es geht immer weiter. So, während hier das Wasser plätschert, fahren wir immer weiter in Richtung Frankfurt. So, vielleicht stehe ich auch auf, weil ich meine, wenn ich so ein bisschen rumlaufe, dass ich dann nicht feststecke. Ihr seht's. 15.04.2023, 10.39 Uhr.
laufen hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Und warten einfach ab, was passiert. Nein, das lassen wir. Da ist die 146, die uns schiebt. Natürlich gut, wenn wir gleich irgendwo anhalten würden. Da könnte ich aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Gehen wir einfach mal nach vorne zum Lokführer. Wo wir jetzt hier sind, weiß ich auch nicht. Was ist jetzt los hier? Ist nicht mehr da durch? Doch. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Kann das? Warum komme ich hier nicht weiter? Was ist denn jetzt los? Was zum Teufel passiert hier? Habt ihr das gesehen? Irgendwas ist, läuft hier gerade total falsch. Ich komme da nicht mehr weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann hier nicht mehr laufen. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, lauf mal oben rum. Gut, wir sind aus dem Zug geschmissen worden, aber wir können uns noch bewegen. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung geht's nach Gemünden? Schauen wir mal. So, da ist die Karte. Eieiei. So, hier sind wir. Da unten ist Würzburg wahrscheinlich, oder? Das wird Würzburg sein, gehe ich mal ganz stark von aus, ja. Da sind wir hier. Das ist so ein ganzes End, wenn ihr das so seht. So, was ist das? Das könnte doch schon Gemünden sein, oder? Wollen wir da mal hinlaufen? Ich meine, soweit ist das jetzt auch nicht. Per Anhalter werden wir wohl nicht mitfahren können. Logisch. Aber, sollen wir das mal auf uns nehmen? So, das müsste ja jetzt richtig sein, ne? Warum sind wir denn hier? Hier ist doch die Strecke. Hm. Ja, wir müssen in die Richtung. Sollten vielleicht ein bisschen abseits der Gleise laufen, weil natürlich eine aktive Strecke ist. So, da hören die Gleise auf. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Verdammt. So. Ich könnte mir jetzt hier auch einen Zug hinspawnen, aber ja, weiß ich nicht. Dass es mir das nicht gefährde, nachher hänge ich da irgendwie drin fest, dann komme ich nicht mehr weiter. Das wäre dann auch blöd. Also irgendwie hängen wir doch total neben den Gleisen, oder nicht?
Kann ja mal abspeichern. Kann ja mal was versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Nehmen wir uns auch mal eine BR-101. So, da steht das gute Stück. Root me to. Gminden, da steht's doch. So. Zack. Genau. Dann machen wir noch Umgebungsvariablen. Letztes Mal Weltzeit. Jahr 2023. Monat ist 04. Tag ist, wir haben heute den 15. Zeit 10.46 Uhr gleich 10.47 Uhr. Dann machen wir auch 47 draus. Sekunden 00. So. Zack. Das lassen wir alles so. Genau. Ich würde sagen, wir sind fertig. Können wir einsteigen? Schließen die Tür. Machen das aufs das. Zugsicherungssysteme lassen wir mal aus. Weil, wie gesagt, das ist ja jetzt provisorisch hier. Dann natürlich den Seiten, den Fahrtrichtungswender einstecken. Zack und zack. AFB und so weiter, das lassen wir einfach mal weg. Störung, Störung. Wobei, AFB können wir ja einschalten. AFB, so. AFB, AFB. Wir müssen den Bremsschlüssel aufsperren. Dann müssen wir die AFB mal auf. Hat er die jetzt oder nicht? AFB, 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 AFB. Ist da was? Dann lassen wir die AFB halt aus, wenn die irgendwie nicht registriert hier. AFB, AFB, AFB. Wir müssen auf jeden Fall noch die Zuglichter einschalten, beziehungsweise brauchen wir ja nicht, wir haben ja keine Wagen. Auf Handy ist wieder langsam dunkel, beziehungsweise neblig. So. Da können wir ja mal versuchen abzufahren. Gucken, ob es klappt, ob wir, wie weit wir kommen. Bin ich echt mal gespannt jetzt. Leute, ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Geschwindigkeitsbeschränkung haben wir auch keine anscheinend. Aber mich würde ja mal interessieren. Okay. Irgendwie fahren wir außerhalb der Strecke. Aber ja, wir gucken einfach mal. Geisterzug auf Geisterstrecke. Wie geil ist das denn bitte? Fahren wir wirklich durch bis Gminden? Das wäre der Wahnsinn, oder? Überlegt euch das mal. Bei ihm werden wir gleich keine Gleise mehr, oder? Was passiert hier? Was passiert hier?
Das Experiment Gmünden kann starten oder ist bereits gestartet. Der Wahnsinn nimmt Formen an. Werden wir entgleisen? Werden wir es bis Gmünden schaffen? Wir haben gleich keine Gleise mehr. Um Gottes Willen, was passiert hier? Leute! Was wird uns geschehen? Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen langsamer werden. Wir haben hier Gleiswechsel. Schön, dass das auch mal angekündigt wurde. Boah, habt ihr das gemerkt? Wir werden fast umgekippt. Wenn das mal ein bisschen langsamer. Ich glaube, 80 dürfte reichen für einen Gleiswechsel. Gottes Willen. Aber noch sind wir am Fahren. Das ist ja auch schon mal was. So, bleiben wir vorerst bei 80, weil ich weiß nicht, ob wir noch einen Gleiswechsel wieder vor uns haben. Nicht, dass wir da gleich wirklich durch so eine Dummheit hier umkippen, das wäre scheiße. So, speichern wir mal lieber vorsichtshalber. Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Wir sind gerade vollkommen außerhalb der ganzen Norm. Von Würzburg Hauptbahnhof Richtung Frankfurt. Fahren wir überhaupt noch Richtung Frankfurt oder wo sind wir? Auf welcher Geisterstrecke fahren wir hier rum? Sagt es mir. Ich jetzt wüsste, ob wir noch einen Gleiswechsel vor uns haben, ne? Würde ich ja aufschalten, aber ist das zu heiß gerade? Das Wetter wird auch nicht besser. Was passiert hier gerade? Um Gottes Willen. Boah, habt ihr das gesehen, Alter? Was geht hier ab? Wo sind wir? Wo fahren wir hin? Hier sind wir mitten im Nirgendwo. Das gibt's doch gar nicht. Ist überhaupt nicht ersichtlich, wo wir sind. Überhaupt nicht. Seht ihr gerade, was ich sehe? Das gibt's nicht. Wir fahren ohne Stromabnehmer. Oder was passiert denn jetzt hier? Warum fahren wir ohne gehobenen Stromabnehmer? Warum fährt die Lok ohne gehobenen Stromabnehmer? Wir haben auch gar keine Oberleitung. Was zum Teufel? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was zum Geier passiert denn jetzt? Warum fährt diese Lok ohne Oberleitung und warum fahren wir? Übrigens, hier steht Hauptschalter aus, ne? Wir haben den Hauptschalter aus. Wir fahren. Das gibt's doch gar nicht. Ha. Gut, dann weiß ich Bescheid. Lass mir den Stromabnehmer unten. Alles klar. Das war meine Schuld jetzt. Hoffentlich geht das jetzt noch. Ja, wir sind noch da. Gut. Wie gesagt, wir lassen jetzt die Stromabnehmer unten, weil das hat gerade zum Entgleisen geführt. Warum? Auch immer. Aber egal. Wir fahren. Wir sind noch da. Wir dann auch noch... Genau. Wie gesagt, ne? Wir fahren ohne Stromabnehmer. Ohne... Der Hauptschalter ist aus. Wir haben keine Oberleitung. Und unsere Lok fährt. Das ist der brutalste Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es wirklich nur beim TSW. Das ist nirgendwo anders möglich. Es ist nur bei TSW möglich.
Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wir fahren hier voll über den Sandhügel. Passiert nichts. Wir fahren. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist zum Stromabnehmer heben. Dann entgleist die Kiste. Warum auch immer. Ich habe ja schon vieles erlebt, aber dieses Spiel ist der absolute Wahnsinn. Das ist an Realität nicht mehr zu überbieten. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe schon viel erlebt, Leute. Sehr viel. Aber das sprengt alles. Immer schön speichern. Das ist ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. Damit man nicht wieder von vorne anfangen muss. So, ich glaube, hier waren wir vorhin entgleist, weil wir den Stromabnehmer gehoben haben. Das lasse ich jetzt schön sein. Ach, schade. Also ab hier entgleist der Zug. Gut. Dann halten wir jetzt gleich an. Und müssen den letzten Meter wahrscheinlich doch zu Fuß laufen. Nützt nichts. Wir gucken trotzdem, wie weit wir kommen. Da müssen wir leider unsere Reise, unser Gefährt anhalten. Und das geht's nicht. So, dann rüsten wir die Kiste hier ab, würde ich sagen. Aus. Ja, steigen aus. Speichern das Ganze nochmal. Wie gesagt, Hauptschalter und so ist ja alles schon aus, brauche ich gar nichts machen, die läuft trotzdem weiter. Machen hier die Lichter wieder aus. Zack. So, dann steigen wir hier aus diesem Fahrzeug, weil wir leider nicht mehr mit der Lok weiterfahren können, weil wir sonst immer wieder entgleisen. Mach's gut, gute 101, du hast uns sehr wertvolle Dienste geleistet bis hierhin, immerhin. Ich werde mal so schauen, dass ich zu Fuß weiterkomme. Ja, dich wird wahrscheinlich irgendwann mal jemand abschleppen. Oder du fährst einfach alleine zurück. Mal schauen. Mach's gut. Wir schauen, dass wir hier weiterkommen. Einen neuen Zug zu spawnen hat, glaube ich, jetzt wenig Sinn. Ich glaube, auch der wird entgleisen. Deswegen werden wir einfach mal zu Fuß weiterlaufen. Und schauen, vielleicht kommen wir ja gleich an irgendeinem Punkt an, oder an irgendeiner Station. Die wir unter normalen Umständen vielleicht gar nicht erreichen würden. Schade ist wirklich, dass wir jetzt nicht weiterfahren können. Aber ihr habt ja gesehen, wir entgleisen immer wieder hier an dieser Stelle. Von daher würde ich sagen, speichern wir jetzt nochmal. So. Und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. So. Vorne sind irgendwelche Bäume. Ob da jetzt eine Station ist, kann ich euch auch nicht wirklich sagen. Der Nebel macht sich einfacher. So, da hinten steht unsere 101. Kaum noch zu sehen im Nebel. Aber wir müssen hier zu Fuß weiter. Ich weiß wirklich nicht, wie weit wir kommen. Ich kann es euch nicht sagen. Werden wir Gmünden überhaupt erreichen oder nicht? Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg oder nicht? Wer weiß das schon? Das ist alles so eine Sache. Also wir haben auch keine Oberleitung mehr hier.
Eigentlich dürften hier gar keine Züge mehr fahren, zumindest nicht die elektrischen Elektroloks, weil ja, die haben, glaube ich, mangels Strom hier wenig Chancen. Es könnte sein, dass hier ein paar Dieselgüterzüge durchfahren, ein paar 612er, wenn die hier überhaupt fahren. Ansonsten dürfte uns hier nicht viel entgegenkommen. So, irgendwie verschwinden hier auch die Gleise. Das Gleis ist überhaupt nicht mehr zu sehen jetzt. Ja. Wo sind wir hier? Ich sehe nichts, hier ist rein gar nichts. Keine Stadt, keine Station, kein nichts. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind wir? Das ist die gute große Frage. Könnt ihr mir das sagen? So, hier kommen wir nicht hoch. Wegsteigen ist hier wohl nicht erwünscht. Springen kann der leider auch nicht. Möchte echt gern wissen, wo wir sind. Ich habe keine blassen, ich hab keinen blassen Schimmer. Echt nicht. Können ja mal so ein bisschen durch den Wald laufen und schauen, wo wir hinkommen. Hier ist Ding aber auch tief, du. Lecko funny, ey. Boah. Ja, Wahnsinn, ist ja nichts. Gar nichts. Ich versuche nochmal einen neuen Zug zu spawnen. Speichere ja nochmal ab. Und versuche dann nochmal einen hinzuspawnen. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht waren wir auch einfach auf dem falschen Gleis. Das ist ja alles möglich. So. Versuchen wir es einfach. Wenn es schief gehen kann es ja nicht. Was nehmen wir denn diesmal? Nehmen wir mal eine 146. Nehmen wir einfach mal eine 146. So, scheint dann da zu sein. Hier ist auf jeden Fall. So. Machen wir dasselbe nochmal. Gminden, Gminden, Gminden. Ach shit, nicht Kassel, auf keinen Fall. Gminden da. Zack. Dann nehmen wir aber noch ein paar. Wie gesagt, 15. bzw. 2023. Monat haben wir 04. Tag haben wir den 15. Uhrzeit haben wir mittlerweile gleich 11 Uhr. Nehmen wir schon mal 11. Minuten haben wir 00 und Sekunden haben wir dann auch 00. So, jetzt zur Ortszeit. Das lassen wir alles. Genau. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück. Auch einen ganzen Zug haben wir. Feuerwagen voraus. Ja, dann steigen wir einfach mal ein, würde ich sagen. Irgendwie, ein bisschen komisch alles hier. So. Auch hier in die Tür. Gut, dann steigen wir in unsere Kabine ein. Tür zu. Hier haben wir nichts zu tun, aber wir müssen natürlich die Spitzensignale auf einstellen. So. Dann setzen wir uns um unser. Möchten Sie diesen Zugdienst verlassen? Ja, weiß ich nicht. Wo fährt er denn dann hin? Ablehnen. Weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Was sagt ihr? Aha. Okay, hat funktioniert. Natürlich müssen wir jetzt hier Richtungswende einlegen. So geht das nicht. Wieso kann ich das denn jetzt für Scheiß?
würde gern Dings einlegen, Geist. Richtungswender. Kann ich aber nicht. Das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt scheiße. Damit kann ich den auch nicht fahren. Weil ich kann kein Richtungswender einlegen. Warum? So nicht. Das ist doch jetzt mies, da müssen wir doch weiterlaufen. Oder ist da vorne eine Lok? Schauen wir mal. Schauen wir was nach. Fahren übrigens mit der S-Bahn Dresden in Würzburg, in der Gegend auf jeden Fall. Dieses Spiel ist so geil. Hier einlegen. Ja, sehr gut. Dann machen wir es nämlich anders.
Nee, Leute, ich glaube, das funktioniert so nicht. Schade, 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 schade. Oder hat es deswegen nicht funktioniert, weil die Tür noch auf ist? Das kann natürlich sein. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Ich gehe noch einmal zur Lok. Versuch jetzt loszufahren. Müssen wir rückwärts fahren. Wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich noch ein Stück weiter zu laufen. Ansonsten war es das dann. Komm. Was ist das denn jetzt? Nee, also wir können mit diesem Zug anscheinend nicht fahren. Leider mangels Oberleitung. Gut, dann ist das so. Dann lassen wir den hier stehen und steigen aus. Schade.
Ich glaube, das wird noch ein langer, langer Weg bis dahin, wo wir hinwollen. Aber ihr seht, es ist möglich, in diese Richtung zu fahren, zu gehen, vor allem zu gehen. Aber bevor ich jetzt hier noch lange mache und wir weit und breit nicht sehen, außer Land und Grün und Berge und Bäume, würde ich sagen, das war's vorerst von mir. Es ist definitiv möglich. Ich glaube, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, mal hier durch die Prärie zu laufen und irgendwann vielleicht irgendwo ankommt, könnte das was werden. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch eine Endlosschleife hier. Man weiß es nicht, ob man überhaupt irgendwo ankommt. Weil, wie gesagt, man sieht ja auch weit und breit gar nichts, ne? Nicht mal eine Ortschaft oder so. Dass man jetzt sagen würde, okay, noch ein paar Meter, dann ist man wenigstens in irgendeiner Ortschaft. Von daher, bevor ich jetzt hier noch groß weiterlaufe, könnte es da noch bis zum Hügel laufen. Vielleicht sieht man dann was, was ich aber nicht glaube. Und dann würde ich sagen, war es das dann auch hier. Wir sind jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde zu Gange hier. Also viel sehen tut man jetzt hier auch nicht, außer Bäume. Ich sehe nicht mal einen Ansatz von der Ortschaft. Ich habe ja das Gefühl, dass gleich der ganze Szenario hier zusammenbricht. Wenn ihr das seht, wie das hier so flackert. Wenn ihr irgendwie eine Ortschaft erkennen könnt, auf der Entfernung, sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Ich sehe leider gar nichts. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufe. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Wir sind irgendwo hier, mitten im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, ob wir uns fortbewegen überhaupt, wo wir überhaupt sind. So, da kommt ein Bahnhof. Wo sind wir? Sind ja immer noch meilenweit davon entfernt, wenn ich das richtig deute, wo wir uns überhaupt bewegen. Wir sind hier immer noch. Das kann doch gar nicht sein. Kommen wir überhaupt nicht vorwärts? Nee, Leute, das erscheint mir irgendwie so kurios. Ich sag mal, ciao, servus und tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dieses kleine Experiment, Würzburg-Münden, schreibt es gerne in die Kommentare, beziehungsweise lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Ich sag ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters hier aus dem, ja, keine Ahnung, nirgendwo, irgendwo zwischen Würzburg und Frankfurt. Macht's gut, haut rein, habt eine schöne Zeit. Euer der Danny Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss.